Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video. Wie ihr sehen könnt, zwei Pakete. Fangen wir mit dem kleinen an. Die hat meine Adresse extra weggemacht. Nicht, dass ihr hier auf lustige Gedanken kommt. So, gucken wir mal. Wie ihr schon sehen könnt, wahrscheinlich ein Xbox-Controller. Wurde verschenkt. Ich muss das hier leider alles mit einer Hand machen, weil ich hier echt die Kamera halten muss. Der Controller wurde verschenkt, weil dieser gute Controller, ja, er hakt. Ich denke, da ist irgendwas nur lose oder verdreckt, wie auch immer, dass man das echt nur säubern muss. Vielleicht auch nochmal den Stick austauschen. Ja, der Widerstand ist auch nicht mehr so pralle. Ich denke mal, der ist abgenutzt. Da hört sich der schon ganz anders an. Der funktioniert auch schön. Ja, wurde als defekt verkauft. Was heißt verkauft? Verschenkt. Und ja, wie ihr sehen könnt, den muss ich reparieren. Ganz einfach, der wird aufgeschraubt. Hier an den Seiten kann man die Löcher schon sehen, wo die Schrauben sind. Ein bisschen aufgehebelt, alles rausgeholt, gesäubert. Eventuell der Stick hier erneuert. Wenn es nichts Gravierendes ist, sag ich mal, kann man denselben Stick auch wieder benutzen. Aber das ist in der Regel eigentlich immer ganz leicht zu reparieren. Also ist nichts Weltbewegendes. Wie gesagt, viel geschenkt. Nehmen wir das einfach mal mit. Eine Xbox 1 Konsole kriege ich auch noch. Da kann ich das dann testen, ob der gute Flunky hier funktioniert. Der gute Controller ist mit USB-Anschluss. Ja, gucken wir mal. Scheint also wohl ein neuerer Controller zu sein. Ich kenne mich mit den Xboxen gar nicht so aus, aber was man kriegen kann, nimmt man mit. So, das war einmal der Controller. So, und kommen wir zu dieser Box. Da werden sich eure Augen wahrscheinlich wieder freuen. Habe ich auch wieder was Schönes, und zwar eine Spielesammlung abgegriffen. Diesmal ist es ein bisschen größer, die Sammlung. Als erstes Max Payne. Ja, wer kennt ihn nicht? Habe ich auf dem PC gesuchtet, den ersten Teil. Ach, was waren da Zeiten. So, dann kommen wir mal hier zu den anderen Spielen. Gut, die Viva-Spiele oder generell die Fußballspiele, die werde ich jetzt verkaufen. Wie hier Viva, die werde ich verkaufen. God of War, Resident Evil, das sind so Spiele. Hier ist wieder ein Pro Evolution Soccer. Werde ich verkaufen. Need for Speed Pro Street, Entschuldigung, muss an meinem aufstoßen. Hier haben wir wieder ein Fußballspiel. Also die Fußballspiele, die werden dann schon alle hier auch bei mir verschwinden. Die werde ich verkaufen. Ist nur so eine Sache, weil für die Fußballspiele kriegt man nichts für. Aber ja, werde ich denn verkaufen. Die Sammlung ist dann schon mal ein bisschen größer. Der Karton, der sieht auch gut aus. Richtig schön verpackt. Und ja, wie man hier den Karton sehen kann, ein richtig schöner, toller Karton. Ein super Karton, wie das sein muss. Und jetzt guckt man sich hier mal den Controller an. Und ja, ob es jetzt beim auf dem Transportweg passiert ist, ich gehe mal davon aus. Aber ja, der Controller ist ja eh defekt. Aber durch solche Kartons, man weiß ja, wie die Zusteller sind, da wird einfach was Schweres oben raufgestellt. Also die nehmen das ja nicht so genau. Und dann ist da alles dann kaputte. Ja, aber ist ja nun nicht erst seit gestern. Aber ja gut. Ja, einmal eine Spielesammlung wieder abgegriffen. Richtig schön. Und einen defekten Controller. Was will man mehr? Kann man ein bisschen basteln. Freue ich mich schon drauf. Bin ich auch schon am Überlegen, ob ich den Xbox-Controller, ob ich den nicht, ja, umpainte, sag ich mal, umlackiere. Dass ich den, wenn ich den schon mal zerlegt habe, ob ich den nicht einfach mal eine grüne Farbe verpasse, weil Xbox ist ja grün. Und ja, warum soll man es nicht mal wagen? Ja. PlayStation 1 kriege ich auch nochmal, aber nur die nackige Konsole kriege ich. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich die nicht auch umpainte, dass ich der vielleicht eine neue Farbe verpasse. Aber erstmal abwarten, wie das Ganze dann ausschaut, wenn sie hier ist. Und dann schauen wir mal weiter. So, so viel zu den zwei Unboxings hier. Einmal der Xbox-Controller, der defekte, und einmal eine Spielesammlung. Ja, bis auf die Fußballspiele, die dabei sind, ist das eigentlich eine ganz ansehnliche Spielesammlung. Also da habe ich auch zugegriffen und ja, habe ich gekriegt. Ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns
in einem neuen Video. Ciao, ciao.